Mal abgesehen davon, dass diese ganzen Rechnereien, wie viele kommen, so weltfern sind. Die meisten Familien haben kein Geld mehr. Die können die Schleusung nicht mehr bezahlen. Die haben ein Mitglied losgeschickt. Also alle diese Hochrechnungen, bei der schon ehemaliger Neuköllner Bezirksbürgermeister sich zu Welttheoretikern aufschwingen und von 10 Millionen Flüchtlingen sprechen, alles völliger Nonsens. Dann, glaube ich, könnte man jetzt im Moment sagen, funktioniert die Zivilgesellschaft am besten, die Administration höchstens mittelgut oder mittelschlecht, vor allem, weil sie nicht versteht, mit der Zivilgesellschaft vernünftig zu kooperieren und die Ressourcen zu nutzen, und die Politik eigentlich am schlechtesten, weil sie kaum aus ihrem Wahlkampfmodus herauskommt. Das Asylrecht ist nach meinem Verständnis nicht verhandelbar. Es ist sogar im Grunde genommen ein wesentlicher Teil einer Art Weltsicherheitspolitik. Und dann würde das eben bedeuten, dass das Asylrecht einen jedes Mal darauf aufmerksam macht, wenn ihr nicht vorsorgt, müsst ihr nachher nachsorgen. Ihr müsst dann die Flüchtlinge aufnehmen. Ja? Und so muss man im Grunde genommen die jetzige Situation auch begreifen. Wenn man nachhaltige Politik betreiben will, dann kann man von jetzt lernen, wenn wir nicht wieder eine Million haben wollen, nächstes Jahr übrigens, müssen wir was tun. Ich sage meistens auf die Frage hin, ja, so viele Muslime und neue Dinge, naja, schauen wir es uns realistisch an, 70% der Muslime gehen nicht regelmäßig in die Moschee, 90% der Katholiken und der Protestanten auch nicht, oder 95%. Also wie wir die Flüchtlinge in Situationen bringen, in denen wieder Selbstbilder positiv entstehen, in denen sie das Gefühl haben, sie müssen nicht jeden Tag 10-mal Danke sagen, sondern auch einmal bitte, hier hast du etwas. Situationen, in denen sie Selbstbilder und Respekt vor sich selber wieder entwickeln können, das ist sozusagen die primäre Aufgabe. Und das geschieht eben am besten dann, wenn es möglichst schnell gelingt, Arbeitsfelder, Bildungsfelder, Spracherwerb und Wohnumfelder zu schaffen, die eben nicht Ghettoisierung signalisieren, sondern sozusagen ja, Kontakt zu begegnen.